Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder da seid. Es geht wieder um das Wochenhoroskop ab dem 21.10. Ich habe es hier schon offen, das Datum seht ihr immer hier. Und wir schauen uns erstmal das komplette Ding an. Yin und Yang fast ausgeglichen, sehr luftlastig, das heißt in den Gedanken sehr weit, sage ich jetzt mal. Weniger greifbar, sondern einfach sehr offen für neue Ideen sein. Die Quadrantenverteilung auch klar. Erster Quadrant sind wir extrem feuerlastig. Zweiter Quadrant, unsere Erdverbundenheit lässt zu wünschen übrig. Luft sind wir hier und das ist das Wasser. Also sehr schwammig dann wieder. Aber hier auch die dynamischen Zeichen sind auch wieder beweglich und kardinal. Fix, Erde, wir sehen das. Hier unsere grünen Streifen, unsere großen Denkschritte, nenne ich sie ja immer, sind nur zwei Stück da, ein leichter und ein dicker. Aber ich möchte auch wieder hier rauf, unser Arbeitshaus. Ich teile ja immer die Woche auf in Arbeit und Privat. Und arbeitsmäßig schaut es ganz gut aus. Es ist nicht optimal, wie es die letzten Wochen waren, wo wir noch einen zweiten Planeten hatten. Wir haben die Sonne. Die Sonne ist aber dieses Jahr unser Planetenherrscher. Das heißt, die Kreativität, der Ideenreichtum, das ist alles da. Ihr müsst nur zupacken. Wo sind unsere beiden Glücksplaneten? Einmal haben wir die Venus hier. Die Venus im schönen Freunde, Bekannte, Familienhaus, aber auch das Haus der Geheimnisse. Ist aber auch null aspektiert. Da ist kein Aspekt, der mit der Venus da redet. Also schaut einfach, dass es wirklich bei dem Ruhepol Freunde, Bekannte auch entspannt läuft. Also das sieht mir sehr danach aus, als ob es einfach so nebenher läuft. Keine weitere Beachtung findet von euch. Schaut einfach, dass ihr da ein bisschen was findet. Spannend finde ich diese Konstellation hier drüben auf der anderen Seite im Haus 7, im Beziehungshaus, in einem der Beziehungshäuser, muss ich dann immer sagen. Jupiter, unser zweiter Glücksplanet, der große Glücksplanet, zusammen mit dem Mond, mit dem Emotionalen. Da ist für mich, wenn ihr Single seid, die Chance für einen Neuanfang, einen Neustart. Vorsicht davor, dass der Mond da nicht zu viel reinhaut. Also Glücksplanet, ja, Mond extrem emotional, also wie immer, unser Mond ist ja unsere emotionale Ebene. Schaut einfach, dass es da nicht zu viel reinkommt, sonst überfordert ihr den anderen vielleicht. Kann ja sein. Hier unten unser großer Denker, der Saturn, steht ja für das Weibliche, für die Mutterschaft, die Fürsorgerin. Erst langsam und dann schauen wir mal weiter. Die mag mit der Sonne gerade so ein bisschen. Natürlich das Kreative nach vorne preschende und der Saturn, der uns ein bisschen zu mehr Denken anregen möchte. Ansonsten sieht die Woche echt toll aus. Ihr habt hier ein Talent. Das ist ein unterschwelliges Talent. Also das ist jetzt nicht etwas, wo ihr sagt, boah, das macht mich aus, sondern es gelingt euch etwas. Es gelingt euch etwas hier zwischen Haus 3 und Haus 8 mit dem Uranus zusammen. Also das ist so dieser Helfer, Sensible, dieses Nachtigall, ich höre dir trapsen und mit diesem, ich möchte das jetzt. Es gelingt euch etwas, was euch selber freut. Sagen wir es so rum, weil Haus 8 ist schön, Haus 6 ist ein Beziehungshaus und hier Haus 3, wie fühlt ihr euch selber? Wie ist euer Ausdruck? Das sieht doch super aus. Anfang der Woche. Mitte der Woche haben wir hier oben Mars und Mond zusammen im Haus 8. Das heißt, diese männliche Energie, die ihr hier aufbauen könnt, die hier fehlt. Ihr seht, Yin ist überbetont und Yang ist unterbetont. Aber Mars ist hier diese männliche vorwärts drängende Energie, die könnt ihr hier mit dem Mond sehr gut ausgleichen. Unsere Dynamik ist ausgeglichen. Das heißt, die Woche läuft doch richtig gut. Ja, wenn das... Passt mir am Wochenende wieder ein bisschen auf. Hier habt ihr den Mars, also dieses... Ich will jetzt in der Opposition mit unserem Pluto. Und der Pluto ist auch einer, der aufstampft und jetzt nach vorne will. Also, dass ihr mir die anderen nicht überfahrt. Ansonsten sieht die Woche ganz toll aus und ich freue mich drauf, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. Bis dann.